Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer Skyrim crasht bzw. abstürzt. Das werden wir uns heute gemeinsam anschauen, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr ein Like, Abo und einen Kommentar da lassen könntet. Ja, ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen, warum nicht, oder? Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Starten wir direkt ins Video rein. Und zwar zu Beginn natürlich erwähnt, dass das Ganze mit euren Grafikeinstellungen zu tun haben kann. Also einmal schauen, ob ihr vielleicht zu hohe Grafikeinstellungen für euren PC verwendet. Ist, denke ich, aber mal ziemlich obvious. Deswegen gehen wir direkt weiter. Und zwar einmal in die Windows-Suche, geben jetzt hier Task Manager ein, öffnen dann diese App hier. Können hier einmal auf mehr Details bzw. more Details klicken. Und bekommen jetzt hier eine Liste mit allen möglichen Prozessen und Programmen, die wir derzeit auf unserem PC geöffnet haben. Und dann können wir hier einmal auch nach den einzelnen Komponenten sortieren. Das heißt zum Beispiel nach Arbeitsspeicher, GPU, CPU und so weiter. Und dann würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr alle Prozesse und Programme, die ihr nicht braucht, die aber relativ viel Kapazität ziehen, einmal beendet. Das heißt einfach anwählen und dann auf End Task drücken, damit wir einfach mehr Kapazität für Skyrim haben und es eben so zu keinem Crash kommt. Genau, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, könnt ihr den Task Manager auch schon wieder schließen. Und für alle Nvidia-Nutzer jetzt unbedingt einmal die Nvidia GeForce Experience App runterladen und dann hier einmal schauen bei Drivers, einmal schauen, dass ihr unbedingt die aktuellste Version vom Nvidia GeForce Game Ready Driver installiert habt. Das heißt einfach hier auf Download gehen. Und dann runterladen, falls ihr, also damit ihr auf dem aktuellen Stand kommt. Und dann gehen wir wieder in die Windows-Suche, geben jetzt hier Gerätemanager ein, öffnen dann diese App hier. Und hier bekommen wir dann eine Liste mit allen Geräten, die wir installiert haben auf unserem PC. Und dann können wir einmal beginnen, bei Display Adapters reinzugehen, rechtsklick auf unsere Grafikkarte und dann ganz einfach auf Update Driver und dann auf Search Automatically for Drivers. Und hier natürlich gegebenenfalls einen neuen Treiber installieren. Das gleiche könnt ihr dann auch noch machen bei Disk Drives und bei Prozessors. Und zu guter Letzt gehen wir dann auch noch in das Dropdown-Menü Sound, Video und Game Controllers, weil hier könnt ihr jetzt auch noch probieren, euren Onboard-Audio-Treiber einmal zu deaktivieren. Das heißt, in meinem Fall rechtsklick auf Realtek R Audio und dann einfach auf Disable Device. Und dann auf Yes und um das Ganze zu übernehmen, müsst ihr noch euren PC neu starten. Genau, dann können wir den Gerätemanager auch schon wieder schließen. Unser Skyrim sollte wieder ganz normal funktionieren. Wenn das so ist, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt auch einen Kommentar da lassen. Dann werde ich euch nämlich so schnell wie es geht helfen und dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch was. Viert euch.